Boah. Yeah. Ja, der trifft ja auch nichts. Nathan! Fang! Halt, was? Ich hab sie! Okay. Den haben wir. Gut gemacht. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Waldtal. Okay, bis gleich. Okay, da ist eine Stange wieder. Okay, sehr schön. Die Werkzeuge sind hier fest. Eine Idee? So der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Was? Zum Markieren von Gegnern beim Tarnen L2 drücken und halten. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Haha. Komm, geh in Deckung, jawohl. So, den haben wir auch. Sehr schön. Und jetzt? Zum Ballsaal. Einmal hier lang. Einmal hier hoch. Hohes Gras zum Verstecken. Ah ja, da kommt der Nächste. Komm her, wo immer du bist. Hm? Gut, den haben wir. Haben wir noch den Boy da drüben? Oh, Scheiße! Wow. Wow. Alter! Oh, was ist mit dir? Das läuft. Wow! Okay. Erstmal die Munition noch einsammeln. Wer schießt denn jetzt noch? Ist da noch irgendwo einer? Nö. Okay, hier geht's runter. Ah, das sieht es doch nach Parkplatz aus. Puh, Alter, was ist denn dein Problem, Freund? Ein Kopfschuss läuft bei ihr. So. Ich hier rüber. Das ist jetzt aber auch blöd, da mein Fernseher hier so komisch, so komisch blendet gerade. So. Beziehungsweise das Fenster im Hintergrund blendet. Hier lang? Sieht doch gut aus. Okay. Alter, was ist denn dein Problem? So. Komm raus, komm.
So, einmal nachladen. Komm her. Na, läuft doch. So. Wohin jetzt? Ich vermute mal, da vielleicht aufs Dach. Und dann vielleicht darüber? Okay, wir sind fast beim Ballsaal. Sag ich doch, davon ist der Ballsaal? Nathan, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sam. Ja, war doch klar, dass die... Oh, gut. So. Oh. Okay, da kommt einer. Da kommen zwei. Wow. Der Drecksack da oben. Ah, shit. Shit, ey. Bleiben Sie in Deckung. Ja, super. Einer geht da hoch. Jetzt laufen sie beide da hoch. Naja, einer ist da drüben. Da hinten kommt einer. Da läuft einer. Okay. Da kommt jetzt keiner von denen hierher. Läuft er wieder darüber. Was Knetköpfe, ey, die sollen immer herkommen. Der läuft da hinten. In Ordnung. Da ist der eine, da hinten läuft der andere. Hier ist keiner, ihr könnt wieder gehen. So. Dann schnappen wir uns als nächstes den da drüben. So. Sehr schön. Und jetzt steht da oben noch einer, ne? Ja. Der da oben. Und noch irgendwo einer. Ich sehe nur den. Wie kommen wir denn an den ran? Was ist denn mit dir, du Knetkopf? Ich hoffe, das war jetzt der Einzige, der da noch rumgefallen ist. Scheint so. Neue Knarre braucht der Mann. So, das waren die drei. Eine bessere Taktik wie beim ersten Mal. Jetzt schieben wir das Teilchen mal hier hin, dass wir da hochkommen, vermutlich. Vermutlich. Ja, so ist es. Ja. Einmal da hoch. So, Munition nehmen wir mit.
Ah, jetzt können wir hier mit der, schön mit der Seilbahn fahren. Oh, 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 oh. Hey, wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Ah. Okay, Jungs, Zahnänder. Viele wollen hier weg. Oh, der Typ da hinten, Alter, was geht mit dem? Ach Gott. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, was wir jetzt gestorben sind schon, ne? Wow. Da ist der Typ mit der Schrotflinte. Komm her, komm her. Genau, umgeboxt. Oh, 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 oh. Muss ich aber kurz mal schnell was gucken. Ich habe doch irgendwo Optionen. Ich habe doch extra den Zielmodus angemacht. Steuerung? Ja, Zielhilfe. Ja, dann frage ich mich, wo die ist. Okay, erstmal hier weg. Alter. Wer schießt denn da die ganze Zeit aus dem Rücken? Das kann doch gar nicht sein. Ohne Witz, ich stand hinten, ich stand in der Deckung. Warum werde ich denn getroffen? Alter. Ja. So. Kann doch nicht sein, ey. Boah. So, den haben wir auch. Ach, da hinten ist noch... Ja, ja, alles ist cool. Ich habe jetzt alles im Griff. Wow. So. Den haben wir. Den haben wir auch. Uiuiui. Okay, jetzt nehmen wir lieber die. Haben wir den jetzt? Nee, immer noch nicht. Halten ja ganz schön was aus, die Boys. So. Das sah jetzt aber gut aus. Alter, was eine wilde Schießerei, ey. Genau.
So. Boah, das war knapp. Das war knapp, Alter. Alter, wer schlägt? Alter! Boah, Alter! Was geht denn ab, ey? Da kommt noch einer! So. Schon wieder einer. Sag mal, das gibt's doch nicht. Wo kommen die denn alle her? Da hinten auch wieder einer. Raus, komm raus. Natürlich habe ich ihn. Steht da so. Oh. Der ist auch unser. Jetzt habe ich gleich keine Munition mehr. Da gibt's aber. Gut. Ja, dann auf geht's. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht.
Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm, super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey, ich bin's, ja. Empfang ist mies. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja?